Zocken mit Sohn! Ja, herzlich willkommen bei Zocken mit Sohn. Jetzt lassen wir mal so ein altes Schätzchen. Ein altes Schätzchen mal laufen, und zwar so eine Dreamcard. Und zwar geht es hier um Olympische Spiele Sydney 2000. Auf geht's! So, auch mal was anderes, Dreamcards. Von wann ist das Spiel? Von 2000. Von 2000, richtig. Grobe Frage war das, Sydney 2000, Olympische Spiele. Was kann man alles machen? Ich muss da selber jetzt mehr durchschauen. Alles, was an Athletik wir gewohnt sind, können wir durchlaufen lassen. Ja, sieht gar nicht so schlecht aus. So, ist das jetzt, machst du jetzt so einen Teamlauf oder muss das alles einzeln gespielt werden? Du kannst Olympia-Modus machen, wo du mit Filmen hören kannst und Siegerehrung. Oder kannst du normalen Modus spielen? Nee, mach mal Olympia-Modus. Wo du alle einmal antesten kannst. Nee, mach das richtig mal. Wie gesagt, 100 Meter Lauf, 110 Hürden, mein lieber Hammerwurf, Speerwerfen, Dreisprung. Ja, sowas können wir machen, ne? Hochsprung. Also schwimmen auch gut. 100 Meter freischwimmen. Dann haben wir Gewichtsheben, Wasserspringen, also Turmspringen ist das, ne? Und Kajak, Slalom. Ja, machen wir einfach mal die paar Teile, mal sehen, was hier rauskommt. Ja. So, genau, wir sind in Germany. Gut. Also das ist was, was wir alles machen müssen, ja? Ja. 100 Meter Lauf. Okay, fangen wir mit 100 Meter Lauf an. Enttäuscht mich nicht. Wie viel waren das jetzt? Jetzt muss ich nochmal nachzählen. 12. Ja, also 12 mal die Nationalhymne. Die Spannung erreicht ihren Höhepunkt. Gleich auf geht's! Das Finale, ja. 100 Meter. Werfen wir rasch einen Blick auf die Finalisten. Australien. Daneben Großbritannien. Auf der nächsten Bahn sehen wir Griechenland. Ah. Und auf der nächsten Bahn sehen wir die USA. Und daneben sehen wir Frankreich. Und jetzt kommt es. Und dann kommt Spieler 1. Spanien startet auf der Außenbahn. Hey, der hat ja gar nicht gesagt, Deutschland. Der fiese Möb. So. Ah, Fehlstart! Die Neustarts müssen sich irgendwann negativ auf die Konzentration auswirken. Aufpassen, noch nicht. Jetzt. Diese Neustarts müssen sich irgendwann negativ auf die Konzentration auswirken. Ah! Diese Neustarts müssen sich irgendwann negativ auf die Konzentration auswirken. Ja, wissen wir langsam. Quatschen immer dasselbe. Jetzt geht's los! Die Nummer 1, wo ist es? Ah, da ist Germany! Germany! Nicht qualifiziert. Fünfter. Unglaublich, was für ein Timing. Knapper kann man nicht gewinnen. Ja, ja, immerhin Platz 5. Komm. Normal sind sie ja nie dabei, du. Wunderbar, ein Traumstart auf Bahn 7. Bisher ein ordentliches Rennen auf Bahn 6. Eine starke Leistung von Großbritannien. Ja, ja, das macht Großbritannien und USA. Ich weiß mal nicht, warum immer. Aber die hängen immer vorne dran. So, also hier keine Nationalhymne. Das nächste ist? 110 Meter Hürden. Ja, also da will ich aber jetzt was sehen, du. Da will ich was sehen. Ist das immer derselbe Läufer oder hat er auch mal einen Bart oder lange Ohren? Manchmal kann es eine Frau oder ein Mann spielen. Ach so, das ist Zufall, ja? Die Zuschauer warten gespannt auf das. Das ist doch wieder derselbe dünne Slodo. Der Männer werfen wir einen Blick auf die Finalisten. Auf der Innenbahn Frankreich. Will ich ja nicht wissen. Auf der nächsten Bahn Spieler 1. Ah, ist Deutschland. Dann Australien. Und auf der nächsten Bahn sehen wir die USA. Und daneben haben wir Südafrika.
die Schweiz spielt auch mit. Wir Russland. Na, guck mal, Kanada dann startet auf der Außenbahn. Ah, Kanada ist auch bekannt dafür. So, jetzt tritt die Dinger weg und durch die Mitte. Da, jetzt läuft er wieder. Da kommt er. Und der springt ja nicht, der läuft einfach. Ah, komm, Platz 3 könntest du haben. Könntest du schaffen. Ein großartiges. Ah, was für ein Platz. Mit einem großartigen Finish hat er dieses Rennen gewonnen. Wer ist er denn? Was hat der denn? Kopfschmerzen? Sehen wir uns das Ganze noch einmal an. Hat aber nicht deine Platzierung gesagt, oder? Was für eine Reaktion auf Bahn 1. Was denn? Sehen wir also, jetzt hier mal. Guter Lauf auf Bahn 4. Er nimmt die Hürden sehr sauber. Ja, überleg mal. Sie ist auch schon 19 Jahre her. Dafür ist die Grafik, hör mal. Respekt. Ich glaube, ich war wieder Fünfter oder Vierter. Weiß ich jetzt nicht. Ja. Zwischen Vierter und Fünfter war ich. So, wer kriegt jetzt? Ach, die werten die Punkte nachher, ja? Schwerwurf. Ja, das wirst du ja wohl können. Auch das Laden, aber sie steht nicht schlecht. Ja. Die Erwartungen vor dem Wettkampf im Speerwerfen sind. Also, jetzt haben wir eine Frau. Aha. Silvia ist am Start. Die sind hier mal muskulös, ja? Oh, ciao! Der ist sehr gut. Ein beachtlicher Wurf, aber. 80 Meter oder was steht da? Ah, 62. Ach, internationaler Rekord. Nur die Wiederholung. Wie so Bärt, ne? Galoppiert das sie. Ja, das ist schön. Das kann keine große Weite werden. Ja, ich denke, sie hat am Ende dieser Runde haben den folgenden Zwischenstand. Wo sind wir denn? Zweiter. Ach, Zweiter, ja, das ist doch gut. An uns. Gib Gas, schneller drücken und weg mit dem Biest, ja! Yeah. Wirklich ein hervorragender Wurf. Was haben wir? Eine passable Weite, aber für den Sieg 62. Eindeutig zu wenig. Ach, das weißt du doch gar nicht. Oh, ey, du hast dich gesteigert. Nun bin ich auf die Wiederholung gespannt. Hat sich doch gebessert. Es war früh zu sehen, dass dies keine Spitzenweite werden würde. Ach, du redst so viel. So, wieder zweiter Platz. Dritter. Ach, sind wir jetzt Dritter. Und als so, jetzt muss aber alles geben. Jetzt drück mal ein bisschen schneller. Er muss ja nur die Knöpfe drücken am Joystick. Nur die Knöpfe drücken. Der Hammer hat sich gesteigert. Oh ja. Du steigerst dich Stückchen für Stückchen. Und hier die Wiederholung. Das ist wie Knöpfchen drücken, weil anders muss man hier gar nicht machen. Diesem Wurf fehlt das nötige Etwas für eine Spitzenweite. Werden wir gleich beim Gewichtheben sehen. Vierter. Da kann das Gewicht nur gehalten werden beim Gewichtheben im Knöpfchen drücken. Und das ist sehr anstrengend. Das ist in der Tat. Die XB-Knöpfe müssen gedrückt werden. Aber ganz schnell. So. Das wird jetzt ein Hammerding. Also bis jetzt ist noch nichts mit Nationalhymne. Du musst auf einmal gerade zeigen, nach vorne. Zeig an hinten, schmeißt du nach hinten das Ding. Ich begrüße Sie zum Finale im Hammerwerfen der Männer. Ja, freut mich. Und als nächster ist Spieler 1 an der Reihe. Ey, sieht ja bald so aus wie ich, du. Ich kann nichts dafür. Oh, ist das peinlich. Wo rückst du denn hin? Ach, jetzt macht er noch Wiederholung. Was hast du denn da verkehrt gemacht? Der Fall muss nach vorne zeigen. Den hatte ich ja. Der Fall muss nach vorne zeigen. Was für ein verheerender Fehler in dieser Fall. Ja, ganz irgendwo anders. Und als nächster ist Spieler 1 an der Reihe. Ich ahne, dass wir noch nie eine Medaille kriegen. Noch nicht mal eine Bronze. Oh, das müssen die Nerven sein. Anders ist ein derartiger Fauxpas nicht zu erklären. Ah. Ein Wurf haben wir.
Ja, also der muss aber jetzt... Und als nächster ist Spieler 1 an der Reihe. Da muss aber jetzt was rausholen. Der Käfig kann nicht dafür. Oh, ist das peinlich. Nee. Platz 12, pass auf. Aber vielleicht sind ja auch noch ein paar andere Volltrottel, die da dort das Netz treffen. Warte mal ab. Müssen nicht unbedingt Platz 12 sein. Was für ein Verheer. Doch, letzter, 8. Nee, das gibt nichts. Ich glaube, Italien gewinnt. Jetzt kommen 3 Sprünge. Jetzt muss man hinzufügen. So groß üben, kommt es ja noch nicht, ne? Ich habe auf das Gewicht heben. Das Gewicht heben, ja, also da muss er aber was holen. Da hat er wirklich übt. So. Und als nächster ist Spieler 1. Jawohl. Frank Duvel springt jetzt. Ich weiß nicht, wer da ist. Stopp. Ah, schon drüber. Was machst du denn da? Oder geht's da? Meter? Ah, das ist ärgerlich. Ungültiger Versuch. Ja, habe ich schon gesehen. Du bist über das Weiße getreten. Und nun die Wiederholung. Pass auf, jetzt. Genau da. Siehst du das? Wir sehen nun die Ergebnisse. Na? Ja, komm. Oh, jetzt pass auf, jetzt. Jetzt! Schön! Jawohl, die Fahne bleibt unten. Man konnte das links sehen. Und noch einen drin! Das gibt was. Was ist das denn? Hör mal. Da springt ja mein Pudel noch weiter. Ja. Wieso Fehler? Achso, der erste war ein Fehler. Hat ja noch einen, ne? Und nun die Wiederholung. Die Startposition für den Anlauf ist in dieser technischen Disziplin außerordentlich wichtig. Ja. Was für ein schwacher Absprung. Das sehe ich aber auch so. Keine saubere Schrittphase, das ist hier deutlich zu sehen. Mit dieser Technik wird das gar nichts. Genau. Werfen wir nun einen kurzen... Kann man Abersand anfangen. Aber nicht hier als Sportler. Jetzt. Tschüss. Fahne bleibt unten. Und drück. Oh, drücken! Warum drückt er denn nicht? Verstehe ich nicht. Muss nicht drücken da auf das Ding da. Y muss ich drücken zum Springen. Bitte? Y muss ich drücken zum Springen. Und da 14, 5, 9, 16. Was sagt die Anzeigentafel? Großartig. Platz 2. Ach, Platz 2? Was für ein Tempo beim Anlauf. Wie auf Schienen kommt er hier. Ist ja schön gemacht. Was für ein schwacher Absprung. Ja, da ist auch für Platz 2. Mit so einem Sprung beruhigt man seine Nerven und findet langsam in den Rhythmus. Zack, voll auf die Foot. Schön. Also hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Sydney 2000. Wie kommen? Das ist ein Hochsprung, das kann ich gar nicht. Das ganze Jahr nicht. Man muss schon A, B drücken und dann weiß ich nicht, wie man dann rüberspringt. Ja, guck jetzt, was Wilma macht. Wilma springt jetzt. Ah, ich schon immer muss ich dabei drücken. Freuen Sie sich mit mir auf ein spannendes Hochsprungfinale. Die Wilma, pass auf jetzt. Und als nächster ist Spieler 1 an der Reihe. Hoppiti, hoppelti, hoppelti. Und das Häschen springt rüber. Schön! Meine Damen und Herren, anders ist das nicht zu erklären. Solche Fehler können fatale Auswirkungen auf den Rhythmus und die Konzentration haben. Na, muss sagen, die Grafik, also für vor 19 Jahren, schön gemacht. Ja, irgendwie kamst du mit dem Hintern hinterher. Das ist ihr zweiter Versuch über diese Höhe. Ja! Ah! Latte fällt. Leider. Wieder Latte! Solche Fehler können fatale Auswirkungen auf den Rhythmus und die Konzentration haben. Ey, der Typ haue ich uns bald eins auf den Maul hier, der seht hier immer dasselbe. Ja, natürlich, das sind drei Kommentatoren, die da mitreden.
Gerd Delling, Thomas Wag und noch jemand anderes. Du lieber Gott, haben doch die richtigen ausgesucht. Und als nächster ist Spieler 1 an der Reihe. So, jetzt ein gültiger Sprung und alles ist in Ordnung. Ja. Wilma, sie macht es jetzt. Ach du lieber Gott. Du lieber Gott. Ach komm, Kind. Setz dich hin. Schäl die Kartoffel. So. Ich habe keinen Punkt gemacht, nur sind wir auf der Karte geworden. Hier sehen Sie das offizielle Ergebnis. Haben wir aber Glück, ja. Wir sind alle Dritter. Ach, sind wir doch noch Dritter? Vierter. Ah. Fünf, Sechster. Hier haben wir die Platzierungen nach... Siebter. Nun bin ich aber auf die Platzierung. Achter sind wir. Wir sehen nun die Ergebnisse. Was machst du denn jetzt? Wir sind Letzter. Ja, so wie du springst und machst, hör mal, gibt ja kein Wunder. Jetzt kommt Schießen. Ja, da will ich aber was sehen von dir jetzt. Tontauben. So, jetzt knallen wir mal die Tauben ab. Unser heutiger Programmpunkt ist das Kiet-Finale. Freuen Sie sich mit mir auf einen vielversprechenden Wettkampf. Da der Jäger. Der Fürst aus dem Silberwald. Oh. Puh. Oh, getroffen. Getroffen. Ah, der sieht aber dementsprechend aus. Ja, schießt er unglaublich sicher. Hopp. Nee. Aufpassen. Und er verfehlt eine Scheibe. Nee. Hat gerade verfehlt? Darf ihm das nicht passieren. Das sind mal zwei Scheiben. Aber einer getroffen, hier haben eine wir den nicht. Zwischenstand nach die. So, jetzt mach mal's. Zwei Stück musst du treffen. Hopp. Wei, der war gut. Noch eine? Wunderbarer Schuss. Ja, brillanter Schuss. Noch ein. Ah! Aus. Ich habe zwei Schuss gehabt. Ausgerechnet. Oh, zu viele Fehler sollte er sich jetzt nicht erlauben. Oh, noch ein. Spieler 1 ist der Nächste. Oh. Wieder nicht getroffen. Jetzt auch zu das hoch. Wird ihn ärgern. Tja, Thomas, das sind die Nerven. Schließlich geht es hier um einiges. Warst du so gut? Leider daneben. Oh, ein schwerer Fehler. Du bewegst das Ding ja gar nicht. Er muss sich nach diesem Fehler neu konzentrieren. Das ist wie Siebter. Ja. Wird ihn ärgern. Ja, Thomas, ich hoffe, dass er jetzt nicht nervös wird. Ah, das ist der Dellinger. Ja, hör ich schon. Warum triffst du da jetzt nicht? Daneben. Ja, das war er. Hat oh, eine gute ein schwerer Scheine. Fehler. Bei einem getroffen. Hopp. Ärgerlich, eine Scheibe verfehlt. Hier haben, und als nächster ist Spieler 1 an der Reihe. Das habe ich schon gesehen, dass du den nicht triffst. Jetzt heißt es, neu konzentrieren. Ja, Thomas, wir wissen alle, dass er es besser kann. Fehlschuss. Oh, ein absolut überflüssiger Fehler. Ja, gut. Keine Chance mehr. Ist aus. Das fing so gut an. Aber einen Moment unkonzentriert. Wie viel Schuss hast du? Ja. 30. Boom, Treffer. Nicht schlecht. Ja, das war ein Schuss wie aus dem Lehrbuch. Das nicht. Ja, Reaktion ist gleich null. War wohl ein Moment und... Letzte. In der Mitte kommt das Haus auch noch. Da, hättest du direkt hinterher schießen müssen. Und er verfehlt eine Scheibe. Was ist die Mitte? Ja, das war's. Nee, keine Chance. Keine Chance.
Oh, ein absolut überflüssiger Fehler. Keine Chance. Da hätte ich mir mehr erwartet. Ich bin letzter. Ja, so, das scheint so wahrscheinlich überall zu sein. So. Also wir kommen so nicht zum Medaillenring. Da müssen wir jetzt aber alles rausholen. Ja, das können wir ja. Ich hoffe, wir erleben heute ein spannendes Finale hier im Aquatic Jawohl, Center. Jawohl, Dagmar ist am Start. Werner, auf der Innenbahn, lieber Gott, was hat die denn für Beine da? Auf der nächsten Bahn begrüßen wir die Schweiz. Die sind ja alle so eckig, ja? Dann Australien. Du lieber Gott. Auf der nächsten Bahn Südafrika. Ja, aber die müssen ja im Wasser leben, noch nicht nur schwimmen. Direkt daneben Spanien. Und ja. Auf der Außenbahn die USA. Wie die das machen, also schön gemacht. So, Bahn. So, wir sind ganz außen, wo der rote Pfeil zu sehen ist. Da sind wir am Planschen. Man hört sich an wie so eine Druckermaschine. Und nicht wie im Wasserbecken. Naja, irgendwo Geräusche müssen wir ja machen. Ja, könnte was werden. Könnte was werden. So, die Delfine sind unterwegs. Die letzten 50 Meter. Also 1, 2, 3, Platz 4 sehe ich uns. Ja, schneller, schneller, schneller. Wenigstens auf Platz 3 müssen wir kommen. Gib Gas. Gleich auf, wir können es machen, wir können es machen. Jetzt haben wir Platz 3. Wir haben Platz 3. Schön und gemacht. Australien gewinnt. Da ist mir ja wurscht, ob sie gewinnen. Was für ein Sieg. Sie hat ihre Konkurrentinnen förmlich deklassiert. 2. Ah, Platz 2. Schön. Dann lass die Kinder noch mal schwimmen. Schlechter Start auf Bahn 3. Ja, sehr traurig. Sehen Sie sich die Schwimmerin schön. Auf Bahn 1 an. Schön. Ja, komm, lass mal. So alte Spiele ist man nicht verkehrt. Wird das eine tolle Zeit. Ist war nicht mit den heutigen zu vergleichen. Das sieht ja schon fast so aus, als ob das live wäre. Gute aber 50 Meter, der Schwimmerin auf Bahn 8. Wie das aussieht, ja? Wo sind wir denn jetzt? Das war eine starke Leistung von Australien. Platz 2 waren wir. Platz 2, schön. Da kommt das anfängende Spiel gleich. Jetzt kommt erstmal Wasserturm, was ich nicht hinkriege. Aber probier es einfach. Das müssen wir hinkriegen. Das ist die Option-Tasten, das sind normale Tasten, okay. Hallo und willkommen zum Finale im Turmspringen der Damen. Oh, die wilde Nora. Schwierigkeitsgrad 2,0 für diesen Handstandsalto vorwärts gestreckt. Ach, aber das kann ich ja gar nicht so wiedergeben, geschweige das auszuführen. Also, Handstand gestreckt, zweimal nach vorne, rückwärts runter. Bäm. Ja, und
Salto, 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 oh, das gibt mir, oh, das tut weh. Das dürfte sich auch in den Noten bemerken. Oh, das tut weh. Und hier noch einmal die Zeitlupe. Konnte ich nicht drehen, oder was? Das dauert alles zu lange. Schade, nach so einem guten Absprung. Hier da, sehen du, Sie wie so ein Kartoffelsack fällt die da runter. So, direkt die Füße nochmal nach links und rechts. So, jetzt müssen wir es mal probieren. Kopfsprung gestreckt, oder was heißt das? Delfin-Kopfsprung. Das geht doch gerade. Was macht sie nur? Das war nicht der geforderte Sprung. Nee, war er nicht. Werfen wir nun ein... Ah. So, jetzt machen wir eine Schraube. Ach so, du kannst dann einstellen. Komm, Salto rückwärts. Gerecht. Da bin ich mal gespannt, was sie jetzt macht. Ja, hör mal, wenn du so im Wasser landest, hör mal. Da hast du Karree-Rücken. Das schmerzt so ohne Ende. Sie zeigt. Ja, die zeigt alles, aber die, was da oben steht. Ja? Patsch. Richtig, Thomas. Das war nicht der geforderte. Sie tut mir. Ja, mir tut das auch leid. Wir kriegen keine Medaille hier. Hatte mir ein bisschen mehr versprochen. Ja. Doch. Offensichtlich hat sie irgendetwas. Ne, die hat er am Rücken. Kann sich letzter, nicht drehen. Ja, ich würde mal nicht sagen. Ne? Gewicht heben. Oh, ne. Oh. Ah, das Gewicht heben. Da bist du ja Champ drin, ne? Ja. Laufen, Gewicht heben, das kann ich. Das habe ich auch früh. Gut. Haben wir gesehen. So, jetzt kommt das, was er gern macht. Gewicht heben mit Pauling. Die Athleten sind bereit. Das Gewichtheben beginnt in wenigen Augenblicken. Er sieht aber nicht aus wie Pauling. Und als nächster ist Spieler 1 an der Reihe. Ah, sieht eher aus wie Mehmetling. Übernimmt die Führung. Mehmetling, ne, macht. Oh, Rekord 2,52. Er hat die Hantel fest im Griff. Und ja, drücken, drücken, weiter, weiter. Noch nicht. Nicht loslassen. Hoch! Die Kraft dieser Kerle ist wirklich unglaublich. Hoch! So, warte, warte, bis die drei Punkte rechts zu sehen sind. Eins, zwei, drei. Jawohl! Hast du den Rekord? 225 Kilo. Au! Und das ist die Führung. Komm, noch 50 Kilo. Ist im Weltrekord. Amtierender Rekord ist das dann. Und als nächster ist Spieler 1 an der Reihe. Komm. Stemmt er dieses Gewicht, übernimmt er die Führung. Wie machst du wieder? Also, ja, komm. Komm, 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 komm. Jawohl, drück, 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 drück. Ja, das ist jetzt heißes Knöpfchen drücken. So, das müssen wir ohne Pause machen. Festhalten, festhalten, festhalten. Jawohl, prima. 230 habe ich geschafft. Diese Leistung. Oh, jetzt machst du 250. Und dass der überhaupt noch springen kann, der Dicke, du. Oh, noch einmal Replay. Also wenn ich das Gewicht hochheben müsste, würde ich eine Butz machen, du. In den Küttel drin. Mit unglaublicher Kraft stemmt er die Hantel hier über den Kopf. Ja. Bei ihm sieht alles so einfach aus. Ja. Der hebt so einen Traktorreifen, so eine Zugmaschinenreifen, der hebt er hoch. Ja, schön. Und da ist noch eine mit Spieler 1 an der. Kommen wir nun zu Spieler 1. Wenn er dieses Gewicht stemmt, übernimmt er die Führung. Die Anfangsphase ist sehr wichtig für das anschließende Stoßen. Jetzt. Auf geht's. Hoch die Flossen. Ja, der muss nach oben. Was ist denn mit dem Kerl? Mach, drück mal ein bisschen schneller. Der muss nach oben. Oh, das schafft er nicht. Aus, 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 aus. Die Kunden sind raus. Hat keinen Zweck. Hat die Hantel abgelegt. Damit hat keinen Zweck. Egal, 230 Kilo ist ja schon Gewicht. Im Moment ist zwar alles noch im grünen Bereich, aber noch so ein Fehler und das war's. Sehen wir uns das Ganze noch einmal an. Was ist falsch gelaufen? Kann ich ja sagen, du. Der Sechszylinder funktioniert nicht mehr. Der hängt mehr mit dem Arsch am Boden wie sonst. Wie soll er denn hochkommen? Nee, 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 nee. Spieler 1 ist der Nächste.
Sollte er dieses Gewicht schaffen, übernimmt er die Führung. Ja, machen wir. Jetzt aber. Was für eine Kraftanstrengung. Ja, jetzt muss er, jetzt muss er. Nein, du musst weiter, muss weiter an der Spitze. Ja, der muss jetzt hoch. Der muss jetzt hoch mit den Flossen. Jawohl, ah, weiter. 10 Sekunden, weiter. Ah, nee. Hat ganz weg. Abgelegt, damit kein gültiger Versuch. Ja, ich glaube, zweiter Platz haben wir trotzdem. Solche Fehler können fatale Auswirkungen auf den Rhythmus und die Konzentration haben. Ah, sehen wir uns das Ganze noch einmal an. Was ist falsch gelaufen? Ja, das mit der Bedienung, mit dem X und was für Knöpfe muss man drücken? Das war A, B, der X und Y, A, B, X und Y, A, B. Also A, B, Y, Y, B, aber du bist ja bekloppt hier. Ja, und das geht dann hin und her und am laufenden Band, kommen ja? Wir nun zu Spieler 1. Komm schon, du brauchst dieses Gewicht. Ah, ja, ich sehe schon, kann ich nicht. Er hat die Hantel fest im Griff und reißt. Und reißt? Wer weiß, was da reißt, du. Wie mit dem Butz reißen wird die. Nee, da zieht nichts. Ja. Die Kraft dieser Kerle ist wirklich und hoch. Unglaublich. Oh. Fehlversuch. Fehler. Die wieder. Ein großer Sieg für Bernd. Wir sind letzter mit 230. Wir konnten zwei Gewichte heben. Ach, sag bloß, das geht höher auf. Wie, was war der? Bis 500. 225 und 230. Fahrradsport. Wow. Was musst du da machen? Da muss ich immer X drücken. Erstmal du teilen und dann A und B abwechselnd drücken. Ach du liebe. Ja, das wird zu schaffen. So, das 6-Tage-Rennen geht jetzt. Und Taktik ebenso wichtig wie Tempo. Bei diesem Wettbewerb steuert Spieler 1 Team 1. Und Team 2 Südafrika. Ach so, das ist das. Ja. Sobald du überrunden hast, hast du gewonnen. Du musst überrunden. Und schon sind sie unterwegs. Schön hinterher. Ja, das ist auch immer interessant gewesen. Team 1 ist zu langsam. Für eine gute Endzeit müssen die Fahrer ein höheres Tempo gehen. Da ja, willst du mal ein bisschen schneller fahren hier. Wir sind Team hier bei Olympia. Nach der ersten Zwischenzeit zurück. Ja, einer kann ja aber ausfallen. Also zwei müssen aber bleiben. Team 1 scheint das Rennen auf die leichte Schulter zu nehmen. Für eine gute Endzeit müssen die Fahrer mehr zeigen. Jetzt. Team 2 liegt nach der zweiten Zwischenzeit in Führung. Nee, irgendwie, das siehst du schon unter den Pedalen. Hör mal, du bist hier nicht im Sonntagsausflug. Südafrika siegt in Ja, das sehe ich schon. Ja, sehr schlecht. Aber ich kann mir gut vorstellen, ne? Die ganzen Surfdisziplinen, ja, immer mit Knöpfchen drücken, irgendwann kann es gar nicht mehr. Werfen wir nun einen Blick auf den Ausgang dieses Rennens. Hier sehen Sie das Ganze aus einer anderen Perspektive. Man muss jetzt gegen jeden fahren. Ich muss gegen drei Leute fahren. Also. Der erste Wechsel kann kritisch sein. Für meinen Geschmack war Team 2 hier sehr spät dran. Ja, Thomas, den Jungs passieren hier allzu leichte Fehler. Er ist in den Kopf noch. Willst du springen? Ja, wir springen das. Da machst du so nichts mehr. Ich habe noch Kajakslalom. Ja, da will ich aber jetzt die Nationalhymne sehen. Nicht sehen, hören. Kajakslalom. In wenigen Augenblicken beginnt der Wettkampf im Kajak einer der Männer. Ich bin mal gespannt, was er da machen muss. Und er geht ins Rennen. Und hier ist auch schon Tor 1. Es folgt Tor 2. Tor 3 wartet. Tor verfehlt. Ich hab's doch berührt.
Jawohl. Er fährt nun an Tor 6 heran. Schön. Wir nähern uns nun Tor 7. Oh, 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 oh. Tor 8. Und weiter durch Tor 9. Das sieht aus. Gleich ist er an Tor 10. Und jetzt ab in der Tiefe. Es folgt Tor 11. Ja, da wird es mal ruppelig. Schön, das durch. Es folgt Tor 12. Gibt es 21. Schön. Ah, oh, hast du gehört? Synchron war das. Tor 14. Er fährt nun an Tor 15 heran. Ja, er muss aber keine drei Durchgänge machen, oder wo? Nee, ein Durchgang, er muss bis eins. Er muss hier sehr konzentriert fahren, sonst bekommt er Probleme. Ich bin mal gespannt, was wir für einen Platz haben. Wir nähern uns Tor 16. Nee, 17, 18. Er fährt nun an Tor 17 heran. Er nähert sich Tor 18. Gleich geht es durch Tor 19. Also da muss er, ne, das hast du. Tor Nummer 20. Das hast du gepackt. Dann nochmal zurück. Machen wir jetzt. Wir sehen hier einige wirklich seltsame Manöver. Ja, wo ich ja schon sah. Jetzt sind wir Tor 21. Jawohl. Damit hat er es geschafft. Und er ist im Ziel. Ich wiederhole noch mal kurz an. Platz 8 nach diesem Versuch. Ja, ja, bei so vielen Sekunden. Sehen wir uns das Ganze noch einmal an. Ja, guck mal, näher mal das Gesamtergebnis. Ja, und dann war es dann auch schon wieder. Jetzt nur die Wiederholung. Tor 2. Bin mal gespannt, wie es dem Publikum gefällt. Ist mal was anderes gewesen. Schon sind wir am 5. Tor. Ja, wir hatten auch jetzt wieder längere Zeit Pause, weil wir nämlich auch gar nicht hier waren. Wunderbar. Waren viel unterwegs, deshalb dauert das manchmal auch ein bisschen länger. Aber jetzt kommen wieder ein paar Stück hinterher. Wir fahren nun an Tor 8 heran. Das ist fast zu Ende. Wunderbar. Und es wartet Tor 10. Aber trotzdem ist es nicht schlecht gemacht. Ich kann das, hab das jetzt schon mehrfach wiederholt. Lass mal. Jetzt kommt Tor 11. Es ist so gespielt, aber es ist nicht hingekriegt. So klappt es. Es folgt Tor 12. Das Tor hätte er geschafft. Es folgt Tor 14. Keine Zeitstrafe für dieses Tor. Übrigens, bei uns in der Nähe gibt es das auch. Ja, ist bekannt. Ich weiß nicht, was das werden sollte, aber es kostet höllisch viel Zeit. Und es geht weiter mit Tor 16. Und wieder ein Tor überstanden. Wir nähern uns Tor 18. Tor Nummer 19. Tor Nummer 20. Ja, das war ja damals sowieso der... Der Renner, ich glaube, der GameCube gab es da noch nicht, ne? Docker, oder nee, Dreamcast gab es seit 2000. Oder 99. Dieser Abschnitt ist ziemlich typisch. GameCube kam aber kurz danach, ne? 2001. Ja, ja, wollte ich ja sagen, das sind die ersten. Also schade, dass sie sich nicht so richtig weiterentwickelt haben. Oder haben sie, und ich weiß nicht, wie sehen sie die Konsolen heute heißen. Ja, jetzt so, jetzt tut man nicht so schnell, jetzt will ich mal sehen hier, wie die Platzierungen sind allgemein. Letzter. 499.39 hat er da. Letzter war er noch. Ja, weiter. Ja, alles gespielt hat, okay.
Ja gut. So, das war es jetzt. Also Platz, was haben wir, 12 oder 9? Haben wir jetzt gar nicht gesehen. Ja gut. Platz 8, das letzte. Platz 8, ja gut. Wer solche Spiele noch hat zu Hause, soll es mal probieren. Wir haben ja auch noch einige in der Ecke rumliegen. Wird Zeit, dass wir mal aufräumen. Ja, ich würde sagen, das war's wieder. Bis zum nächsten Mal. Diesmal wird es wieder nicht so lange dauern. Okay, tschüss. Zocken mit Sohn.